Ein weiteres Werkzeug ist das GIS-Modell. Mit dem kann die Stadtverwaltung von Freiburg den Atlas Freiburg stets aktualisieren, Raumveränderungen einfügen und damit sozusagen die Statistik ständig aktuell halten. Gleichzeitig kann die Verwaltung neue Vorhaben, wohnbauliche Vorhaben etwa, einpflegen und dahingehend prüfen, welche freiraumplanerischen Auswirkungen beispielsweise ein Projekt hat oder ob es den Klimaschutz oder das Stadtklima berührt. Dafür ist dieses GIS-Modell geeignet für den internen Gebrauch in der Verwaltung. Damit kann die Verwaltung stets neue Karten auch der Bevölkerung zur Verfügung stellen und online stellen.